hallo zum zweiten Video für unseren Canon Pixel Pro 200. Heute schauen wir uns einmal in aller Ruhe an. Erste Installation, anschließend eine PC und vor allem werden wir heute einmal den ersten Print machen. Ja. Gut, anfangen wir mal damit, dass wir unseren Platz suchen. Platz haben wir gefunden, sehr gut. Als nächstes wird einmal sämtliches oranges Plastik entfernt, was im Drucker ist. Und ja, das ist überall. So, Stunde der Wahrheit. Drucker an den Strom anschließen. Er hat Strom und am Display zeigt uns schön Step by Step an, was wir als nächstes machen sollen. Also, nächster Punkt, Druckkopf einlegen. Nachdem wir den Druckkopf eingelegt haben, kümmern wir uns einmal um die ganzen wunderschönen 8 Tintenpatronen, die natürlich im Lieferumfang mal die erste Ladung dabei waren. So, Druckkopf ist installiert, Druckerpatronen sind drinnen, noch nicht ganz bereit zum Starten. Der Drucker hat uns jetzt einmal gefragt, wollen wir einen Kalibrierungsdruck machen. Da kommt sehr ein Handy, dass in der Packung A4, ich glaube 7 Stück A4 Druckpapier dabei waren. Damit können wir das in aller Ruhe einlegen und diesen Kalibrierungsdruck machen. Erster Druck, Scherz natürlich nicht ganz, aber Kalibrierungsdruck beendet. Jawohl, theoretisch sind wir jetzt bereit, dass wir einen PC anschließen. So, Drucker ist am Strom, Drucker ist kalibriert. Als nächstes steht natürlich an, wie verbindet man mit dem PC. In erster Linie gibt es drei Möglichkeiten, den Drucker mit dem PC zu verbinden. LAN-Kabel, USB, Achtung, USB Typ B-Kabel oder natürlich WLAN. Keines der Kabel ist im Lieferumfang inbegriffen, nur für diejenigen, die es mit Kabel verbinden wollen, bitte daran denken, das Kabel muss extra gekauft werden. Als erstes installieren wir natürlich mal die Software, ganz problemlos mittel beigelieferter CD oder wie bei Menschen bei mir, die kein CD-Laufwerk mehr haben, kann man ganz einfach auf der Canon-Website den Drucker suchen und unter Support die Software herunterladen. Wie bei so vielen Sachen gibt es natürlich zig Software zum Downloaden. Ist sehr subjektiv, wer was benötigt. Ich für meinen Teil würde auf jeden Fall den Treiber empfehlen und das ICC-Profile-Pack. Das brauchen wir später noch beim Drucken, da kommen wir aber dann im separaten Video noch detailliert dazu. Gut, wir entscheiden uns für die WLAN-Verbindung. Da kommt das erste kleine Minus für den Drucker, die automatische Verknüpfung mit dem PC, die der Drucker einem anbietet bei Erststart, hat bei mir persönlich nicht funktioniert. Kann auch an meiner Bedienung gelegen haben, ich will es nicht auf Canon schieben, ich sage nur meine Erfahrung. Ist aber kein Problem, es ist ganz simpel, den Drucker manuell ins WLAN einzuwählen und dann mittels der vorher downgeloadeten Canon-Software findet man den Drucker sofort im WLAN und er steht dann in jedem Programm zur Verfügung. Der Drucker ist aktiviert, installiert, kalibriert und verbunden. Das heißt, wir sind endlich soweit, jetzt live dabei, nicht ganz live, aber fast live, beim ersten Print. Erster Print ist fertig. Mir persönlich gefällt er schon mal sehr, sehr gut. Natürlich gibt es noch sehr viele Feinheiten, auf die wir schauen werden. Kommt nicht anders. Hier gleich nochmal ein zweiter erster Print. Einfach mal das erste Eindruck. Abschließend kurzen Überblick über die Features. Der Drucker hat natürlich ein automatisches Einzugsfach bis A3 Plus Größe, ein manuelles Einzugsfach ebenfalls bis A3 Plus Größe, auch für etwas dickere Papiersorten. Er besitzt 8 farbstoffbasierte Tinten. WLAN-Verbindung ist vorhanden. Erst bei den ersten zwei Testprints funktioniert problemlos. Es gibt auch noch einen Einschub, um CDs zu bedrucken. Für mich persönlich ist der erste Eindruck sehr gut. Werde natürlich in der nächsten Zeit noch auf Herz und Nieren prüfen und dann in einem detaillierten Review-Video noch ein letztes Mal auf den Drucker eingehen. Zusätzlich werden wir uns natürlich dann auch noch ansehen, ICC-Profile, wie printe ich richtig aus dem Photoshop etc. Allgemein das Thema Printen liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil es gehört zum Fotografieren dazu. Ich hoffe, es hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Abonnement da oder ein Like oder Kommentar oder was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir noch wiedersehen. Ciao!